Boris Johnson ist der große Favorit im Rennen um das Amt des britischen Premierministers. Um seinen Wissensstand in Sachen Brexit ist es allerdings nicht so gut bestellt. Boris Johnson stellt sich in Stichwahl Jeremy Hunt. Theresa May gibt Amt als Parteichefin ab. Hartes Gerangel an meine Nachfolge. Auswahlverfahren Ende im Juli. Notate, 13. Juli 2019, 10.15 Uhr. Boris Johnson will raus aus der EU. Zumindest will er Großbritannien bis zum 31. Oktober aus der EU führen, was wollte er über die genauen Regularien eines Brexit weiß er allerdings nicht so genau Bescheid. Denn in einem Interview mit der BBC am Freitagabend hat der Favorit im Rennen und das Amt des konservativen Parteichefs und britischen Premierministers grobe Wissenslücken zu seinem Brexit-Plan offenbar. Sollte die EU bis Ende Oktober nicht auf die Forderungen und sonst zu Änderungen am Brexit-Abkommen eingehen, will er notfalls ohne Deal aus der Staatengemeinschaft ausscheiden. Johnson behauptet, negative Konsequenzen für die Wirtschaft können dann mit Hilfe einer Bestimmung aus dem allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen GATT überwunden werden, in einem internationalen Vertrag, der den Grundstein für die Welthandelsorganisation WTO legte. Dann könnten einfach die gleichen Handelsregeln wie bisher gelten, bis ein neues Freihandelsabkommen geschlossen sei, so Johnson. Solle sein überflüssig. Noch vor Wochen konnte er jedoch nicht einmal die genaue Bestimmung aus dem Abkommen benennen. Im Interview mit dem BBC-Moderator Andrew Nile legte Johnson nun viel Wert darauf, dass es sich um Artikel 24, Paragraph 5b des GATT-Abkommens handelt. Die Frage war als, ob er auch wisse, was in Paragraph 5c stehe, musste Johnson jedoch verneinen. Darin stehe, belehrte ihn Nile, dass man nicht nur die Zustimmung der EU braucht, sondern man muss sich auch auf die Umrisse eines künftigen Handelsabkommens einigen und den Zeitplan, um das zu erreichen. Warum, wenn Johnson sich nicht einmal auf die bereits vereinbarten Konditionen des Austritts festlegen wolle? Sollte sich Brüssel darauf einlassen, fragte Nile.
Johnson hatte darauf keine überzeugende Antwort. Johnson und Hunt liefern sich hartes TV-Duell im Rennen um. Mein Nachfolger läuterte, 10. Juli 2019, 15.15 Uhr. Boris Johnson ist klarer Favorit im Duell mit Jeremy Hunt. Einer Abwurf-Umfrage vom Wochenende zufolge wollten 74% der Tory-Mitglieder dem früheren Bürgermeister von London ihre Stimme geben. Urteilte, 10. Juli 2019, 6 Uhr. Boris Johnson und Jeremy Hunt haben sich im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May bei einer TV-Debatte einen harten Schlagabtausch geliefert. Der amtierende Außenminister Hunt warf seinem Rivalen vor, beim Brexit nichts als blinden Optimismus zu bieten. Wer den Austritt Großbritanniens aus der EU zu einem Erfolg machen wolle, müsse die Details kennen. Johnson entgegnete, beim Thema Brexit habe bereits zu viel Defätismus geherrscht. Er wolle Großbritannien seine besonderen Kräfte zurückgeben und das Land aus dem Hamsterrad des Schicksals befreien, im Gegenzug warf Johnson seinem Nachfolger im Amt des Außenministers vor, eine erneute Verschiebung des Brexit über den 31. Oktober hinaus nicht auszuschließen. Er selbst dagegen werde Großbritannien zu diesem Datum aus der EU führen, notfalls auch ohne Abkommen mit der EU. Mit der richtigen Vorbereitung sei ein ungeregelter Brexit in verschwindender Weise billig, sagte Johnson. Die EU-Austrittsrechnung für die Briten wird auf 39 Milliarden Pfund, rund 44 Milliarden Euro, beziffert Johnson. Hat angekündigt, sein Land am 31. Oktober aus der EU zu führen, notfalls auch ohne Deal. Ohne ein solches Bedrohungsszenario nehme die EU uns nicht ernst, erklärte Johnson während des Fernsehduells. Eine Frist wird ein Abkommen hervorbringen, betonte er weiter. Urteilte, 20. Juni 2019, 19.17 Uhr. Wahlrunde um Wahlrunde verringern sich die Kontrahenten von Boris Johnson im Rennen um das Amt des britischen Premiers und Parteivorsitzenden der Konservativen. In der Stichwahl ist nur noch Außenminister Jeremy Hunt übrig. Er setzte sich in einer fünften und letzten Abstimmungsrunde gegen Umweltminister Michael Gove durch. Er erhielt bei der fünften und letzten Abstimmungsrunde in der Fraktion am Donnerstag 77 Stimmen und setzte sich damit gegen Umweltminister Michael Gove durch, der 75 Stimmen bekam. Bei der nun anstehenden Stichwahl sollen die Parteimitglieder das letzte Wort haben.
bis Ende Juli soll feststehen, wer neuer Parteichef und damit Premierminister wird, 19. Juni 2019, 19.30 Uhr, im Rennen um. Das Amt des konservativen Parteichefs und künftigen Premierministers hat Boris Johnson seinen Vorsprung erneut ausgebaut. Der ehemalige Londoner Bürgermeister und Außenminister erhielt am Mittwoch 143 der 313 Stimmen aus der Tory-Fraktion ebenfalls eine Runde. Weiter sind Außenminister Jeremy Hunt, 54 Stimmen, Umweltminister Michael Gove, 51, sowie Innenminister Sahid Javid, 38. Nicht mehr im Rennen ist dagegen Entwicklungshilfeminister Rory Stewart, der nur 27 Stimmen erhielt und damit hinter sein Ergebnis aus der zweiten Runde zurückfiel. Utterte, 19. Juni 2019, 9.20 Uhr. Boris Johnson und wer sonst? Das ist die große Frage im Wettstreit um das Amt des Tory-Parteichefs und künftigen britischen Premierministers. Noch sind 5 Kandidaten im Rennen, bis Donnerstag soll das Feld auf 2 reduziert werden. Die beiden verbliebenen Bewerber sollen dann in einer Stichwahl gegeneinander antreten, wobei der Ex-Außenminister Boris Johnson, dabei der zweiten Runde 126 der 313 Tory-Stimmen erhielt, bereits als gesetzt für das Duell gilt. Außerdem sind noch folgende Kandidaten im Rennen. Außenminister Jeremy Hunt, 46 Stimmen, Umweltminister Michael Gove, 41. Entwicklungshilfeminister Rory Stewart, 37, sowie Innenminister Sahid Javid, 33. Bei der anschließenden TV-Debatte am Dienstagabend in der BBC konnte uns und zwar nicht glänzen, doch einen folgenschweren Lapsus leistet er sich auch nicht. Zudem konnte sich keiner der anderen Kandidaten als zwingender Gegenkandidat zu Johnson aufdrängen. Wie bereits als Geheimfavorit für die Rolle des Johnson-Gegenspielers gehandelte Entwicklungshilfeminister Stewart enttäuschte die Hoffnungen seiner